Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit dem Alex. Hallo Leute. Dem Pierre. Hallo. Dem Bedolfus. Guten Tag. Dem Seb. Hallo. Leider noch nicht im Spiel und dem Doch, Feldo. Im Spiel. Doch, im Spiel, okay. Yay, und ich bin auch da. Sehr gut, sehr gut. Dann Was haben wir jetzt alle zusammen. Ich bin innocent. Der Ton hat mich genannt. Ja, ich bin ein Auserwählter. Ich habe alle genannt. Dachte ich. Ach komm. Ja, schon, ne? Guck mal, deswegen sind wir alle auserwählt. Oh. Eine Welt voller Frieden. Also tötet jetzt keine irgendjemanden. Ich muss einfach nur alle Namen dieser Welt sagen und schon sind alle glücklich. Das ist schön. Ach komm, ich mach mal die Inno-Taktik. Komm, ich würde sagen, du hast sonst nichts vorhanden. Jo, ich bin Detective. Hallo, das ist schön. Alter, was ist das für eine Map hier? Das ist voll die komische. Ach guck mal, hier ist anscheinend Traitor. Wieso war ich unten? Ich hab immer noch keine Fickwaffe, Mann. Ich hab eine. Antonia, geh mal runter. Nee, ich gehe da jetzt lieber nicht runter. Ich bin Detective, Antonia, lauf da runter. Alex. Okay. What? Alter. Wer ist denn Hesco? Ich trau mich da nicht rein, da blinkt's. Da sind zwei Leute uns auf dem Server, die uns nicht kennen, die wir nicht kennen. Alex, wir haben zwei Server-Leute, die nicht zu uns gehören. Verstehst du auch gut drauf? Ja, aber jetzt, mal ganz ernst, wenn ich die jetzt banne, dann bitte nicht auf mich losgehen. Nein, nein, okay. Leute, mal bitte kurz nichts machen, wir müssen die zwei Leute... Alex ist safe. Okay, ja, wir bleiben jetzt alle stehen. Alle, Pause. Alle komplett. Ich muss die erstmal suchen. Wo war das nochmal mit den Users? Oh, ja, ich sehe gerade übrigens den Hesco und ich habe keinen Bock drauf, dass er mich jetzt gleich umbringt. Der Hesco schießt auf Leute, Hilfe. Irgendjemand hat Antonia gekillt. Change. Remove User. Ist der Hesco weg? Den einen habe ich gerade eigentlich einfach remove gemacht. Darf ich kurz reden? Weil der Hesco hat mich getötet. Ich wollte gerade sagen, ja, das hat Antonia sind die weg? Nee. No? Nein, die What sind the fuck, warum? Ich drück auf Remove und dann steht, die haben keine. Die, irgendwie nicht eine richtige ID. Was auch immer. Hesco, du bist ganz böse. Dings, Hesco hab ich das gekillt. Das funktioniert bestimmt. Also irgendwie werden hier nicht alle. Achso, hier sind die. Der war innocent, aber es ist mir jetzt egal gewesen. Der andere ist ein Spectator. Ich muss immer gerade gucken, wo das ist. Ich sehe die zwar hier, aber ich kann die irgendwie nicht. Manage Permissions, das ist gut. Fall du bitte nichts machen, gell? Ja, nee, ich such grad die beiden Ich hab Hesco schon gekillt und die sind beide schon tot. Dann ist Spectator, okay. Die sind beide schon tot, keine Sorge. Wir sagen einfach, ja, wir sind alle im Advents. Ich kann die irgendwie nicht. Alter, wo geht. Wenn ich die einfach nur rausschmeißen will, dann funktioniert das nicht. No player with ID Steam exists in the ULIP. Oh Kick Gott. Ass. User Management. Remove User. Das hört sich gut an. Das hört sich echt gut an. Ja. Ah! Someone. Ja, das ist den einen. Der andere war Hesco. Aber der ist ein Spectator. Der andere war Hesco. Aber der andere. Ja, ich hab die aber nur removed. Das ist das Problem. Und wie kann man die dann kicken? Bann. Ich weiß es nicht. Wer war's noch? Ja, das waren nur zwei. X-K-A-A-N unterstrichen. Ja, ich glaube, das ist gerade richtig. All exist rights. Ja, aber die sind immer noch drauf, Antonia. Nee, aber solange sie nicht mitspielen, ist es ja egal. Mehr zugucken dürfen sie. Tun sie ja. Ja, und dann sind sie in der nächsten Runde wieder da, oder was? Ich weiß nicht. Ich habe die eigentlich komplett removed, deswegen. Das ist jetzt auch nicht so geil für die Folge. Du hast eine Silence M4, gell? Nein. Ja, ich hab sie schießen lassen. 16. Diesmal? Aber nee, nicht auf mich? Boah, nein, nicht da. Nee. Was hat der für Probleme mit Deutsch? Wieso nicht? Weil ich kein Magazin gefunden habe und mir dies zu schade ist. Ja, laber nicht! Scheiße, ich kann gerade kein F1 drücken. Stimmt. Ja, du hast es drauf. Wo hab ich das nochmal hingemacht hier? Diese Map versiert mich über. Bis auf den Hesco hab ich noch keinen Typen gesehen. Aua! Was war das? Ach, wir machen weiter, wir müssen irgendwann weitermachen. Irgendwo, ja, mach mal ich hab weiter. Irgendwo durch gerade Schaden bekommen. Boah, keine Ahnung. Hallo? Egal. Ich bin mit denen dabei. Ah, fuck, out of ammo. Ah! Oh, out of ammo. Wer hat damit nur gerechnet? Das sieht gut aus. Ah, sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Jetzt okay, damit gefunden. Sind sie weg. Ja, wir sind gebannt. Ich hab's gefunden. Juhu! Hallo, weil du bist dort, nicht reden. Jetzt können wir weitermachen. Das ist eh eine Runde, die jetzt nicht wirklich zählt, dachte ich. Nein. Wow, wer schießt hier rum? Hat Pierre gerade jemanden umgebracht? Pierre? Rudolfus? Rudolfus? Ach nee, oder war das Pierre? Ich habe irgendjemanden einfach umgehauen, der oben auf dem Dach war. Hilfe, ich werde beschossen. Das war wahrscheinlich Pierre, aber der hat auf mich geschossen, den ich da umgebracht habe. Also habe ich einfach mal geschossen.
Mit der Shotgun auf so eine Range, okay. Ah. The fuck? Ah, schade. Mann, ey. Was ein Murks, Mann. Go, Sepp, go, Sepp. Fuck, ja, also, du warst tot, wieso für mich hat da jemand von oben auf mich geschossen, deswegen habe ich einfach random nach oben geschossen. Weil ich habe halt von da aus, kam halt Schüsse auf mich. Ja, Dolphus hat dich gekillt. Achso. Und Alex, Bedos hat dann auf dich runtergeschossen. Ja, ich habe halt nur gesehen, von oben kommen die Schüsse und dann habe ich jemanden oben gesehen und halt geschossen. Das ist irgendwie auch normal. Ich habe richtig mit der AWP verkackt. Denke ich mal. Ich würde beinahe sagen, kannst du die Map irgendwie restarten oder so? Kann ich theoretisch, dann reloadet es aber auch. Also wir können es aber auch, es war ja jetzt nur kurz eine Runde, die jetzt nicht wirklich, also wo jetzt die Leute haben. Ja, aber geredet, ob der tot war, das war schon, ja. Wo ihr bei mir... Ja, ich hab ja auch geredet, weil ich noch tot war. Ist halt eine Runde, ist doch scheißegal, das ist jetzt nicht genau. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir... Jonas weg, schicke Lisses und so. Ich würde trotzdem sagen, wir lassen die Folge, also nehmen das als Folge und die Leute... Ja, natürlich. ...haben dann halt bei mir irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten gesehen, wie ich verzweifelt den Menüpunkt gesucht habe zum Bannen. So. Also kannst du den Start eigentlich als Tutorial für so bannt man Leute hochladen? Ja, wenn ich die ersten 3 Minuten wegschneide und nur die letzten 2 und nur die letzte 1 Minute nehme davon, dann ja. Mann, hier gibt aber keine Fick-Drecks-Kack-Dreckswaffen. Vor allem keine Fick-Drecks. Bitte? Ich kann's auch nicht sagen. Also, ich kenne niemanden, der so geil fluchen kann wie Pierre. Okay, Rodolphus ist noch Detective. Ich bin Detective, bitte. Erschieß mich nicht, wenn du unwissend bist. Wenn du Detective bist, mach nie. Keine Angst, du, dann schieß ich gar nicht auf dich, ne? Wenn du Traitor bist, komm dann würde ich sehr gerne raus. Ich schieß nicht auf dich, weil ich bin kein Traitor. Traitor? Kein dreckiger Traitor hier, du, ich sag's dir. Ich hab mich verirrt. Komm nicht mehr weg. Ich bin auch gerade verwirrt, wo ich bin. Ich auch. Boah, wie viele Menschen heute einfach nur verwirrt sind? Ja, die Menschen verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh, hier gibt's echt sau wenig. Die Map ist einfach zu groß für. Ja. Keine Ahnung. Mich. Ich will ja in erster Linie raus. Antonia, ja, warum könnt ihr da hoch? Da kann man doch gar nicht hochgehen. Natürlich. Hm? Nein, kommt ihr die Treppe da hoch? Könnt ihr die Treppe? Ich auch nicht. Doch, jetzt. Doch, du musst springen, glaube ich. Muss ich springen? Ach so, okay, ich dachte schon. Ich will eine Waffe haben. Dann musst du dir eine suchen. Ich will der Allerbeste sein. Ach, hier kommt mir nicht rein. Keiner von mir war. Bist du's? Traust du dich da runterspringen? Yeah. Nein. Sepp, bist du's? Nein, ich bin's nicht. Weil du rennst da so komisch hin und her. Mutprobe, traust du dich da runterspringen? Ja, es ist Alex. Ich glaube, Alex ist es. Ich hab nicht mal eine Waffe, Mann. Ach so. Ja, okay. Ich bin gerade in das Haus rein, um hier vielleicht eine Waffe zu finden. Oh, hallo. Antonia, ich will der Allerbeste sein. Antonia, jetzt reicht's mir aber. Wer ist es? Antonia war es und ich glaube, ich krieg gleich Besuch vom zweiten Traitor. Wo bist du denn? Wo bist du? Sag vor allem, wo du bist. Ja. Pierre, dir traue ich nicht, mein Freund. Ja, okay. Kann ich verstehen. Ja, ich bin's nicht, Mann! Oh, er war es wirklich nicht. Er war es wirklich nicht. Ich glaub's nicht. Scheiße, so viel bleibt mir gar nicht mehr übrig. Ich bin's auch nicht. Bei Dolphus, das weißt du. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt gar nichts. Mit Dolphus, du weißt, dass ich es nicht bin. Dafür liegen wir. Woher soll ich das wissen? Okay, Feldo ist tot. Der war es auch nicht. Was? Weißt du, Mann. Okay, wer bleibt noch übrig? Alex bleibt noch übrig, oder? Wer ist denn jetzt noch da? Ich bin noch da. Der Detective ist nur da, keine Sorge. Das ist beruhigend. Wer ist noch da? Irgendeiner ist noch da, weil ich glaube, der Alex ist noch da. Ich bin auf jeden Fall innocent, also irgendeiner ist noch am Leben.
Frage ist nur, wo ist der? Ich höre noch Schüsse auf jeden Fall oder so. Was sind das für Geräusche? Ja, ich bin noch da. Ich habe mich mal wieder entschieden zu reden. Hab übrigens beide schön weggemacht, aber es Science AWP. Meine Deckung? Willst du mich verarschen? Ha? Ja, aber ich muss grad... Oh Mann, ey. Ja, jetzt... Obwohl, ich habe noch ein bisschen Zeit, stimmt ja. Ich werde mir so schön Zeit lassen, warum auch nicht. Hab ich ja. Ey, wollt ihr mich alle verarschen jetzt? Ich lebe nur noch. Dich verarscht keiner. Mach mal am besten Suizid, dann habe ich am wenigsten Arbeit. Ist der Sepp schon tot? Alle sind tot. Ich habe beide weggesniped. Die der Armen. Silenced AWP, habe selbst ich das hingekriegt. Könnt ihr mal alle abbauen hier? Ach komm, bitte hier. Wenigstens. Alter, hier war auch schon jemand. Das ist doch frech. Bestimmt war hier Pierre. Oh Mann. Alter. Ja, ist ein bisschen Overtime, ne? Ja. Ich weiß halt nicht, wie lange du noch hast. Das Problem ist nur, ich habe keine Waffe, deswegen komme ich gerade dich noch nicht besuchen. Natürlich hast du keine Waffe. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe wirklich noch gar keine gefunden, die Runde. Ich habe mir halt nur eine Science AWP gekauft und habe die damit beide weggemacht. Nur, die hat halt eben nur zwei Schüsse und ich habe jetzt keine. Dings mehr. Punkte. Ja, ja. Oh Mann, ey, ohne Scheiß. Geht's hier jetzt raus? Nein, das Klo läuft. Das Klo mit dem Loch oben drin. Das ist auf jeden Fall so gewollt. Diese Häuser sind aber richtig scheiße. Ich verlaufe mich in denen immer. Ja, okay. Hallo. Hallo. Ja. Genau hinter dir, Mensch. Ich hatte halt keine Waffe, was soll ich machen? Ach, wie schön. Mensch, Bedolf, was soll ich alle so... Ihr da auch immer stehen... Ihr da auch immer stehen geblieben seid. Alles drumherum bewegt sich auf einmal. Ich war in einem Spukhaus. Ich war in einem Spukhaus. Aber wie ihr da alle schon stehen geblieben seid, fand ich toll. Ich war in einem Spukhaus, ey. Hey, geil, wir haben alle vorher so einen Schuh gehabt und so. Wen hab ich eigentlich gekillt? Felder und? Mich hinten oben auf dem Dach. Da Bedolf, ganz ehrlich, ich glatt, ich bin's nicht. Ich hab gesagt, ich bin's nicht. Ja, das war schön, dass du erstmal drauf warst. Ne? Aber dann rotzt du mich wirklich. Warum spawn ich in Wasser? Ja. Ich bin irgendwo unterirdisch. Fick you. Ja, nachdem die Antonia mich schon verfolgt hat, da in dem Raum, da war ich ziemlich paranoid. Ach, das war doch nichts Neues. Ja, hat man gar nicht gemerkt. Gar nicht? Nein. Ich wette, ich schwimme jetzt bei euch, weil ich in Wasser gespawnt bin. Jetzt komm. Geh die scheiß Leiter hier hoch, du Lappen. So. Oh Mann, ich will immer selber dort, du Scheiße! Ah, komm, bitte. Okay, warum kann ich die Treppe nicht hoch? Oh. Innocent. Also hier ist gerade Grillenzipp auf der Map, läuft. War gerade ganz kurz. War das auf der Map? Grillenzipp war hier aus eben gerade. Mein Raum. Nein. Also. Hallo, jetzt, lass mich da. Alter, ohne Scheiß, wer räumt denn hier immer leer, ey? Bestimmt Pierre. Wer räumt hier immer leer? Nein, nein, da ist eine Shotgun und die klaut sich immer irgendjemand. Nein. Wer räumt hier immer leer? Doch, ich will da rein. Nein. Ja, nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Ohne Scheiß, was ist das für eine Map, ey? Die Map ist einfach nur so schlimm. So wenig Muni und vor allem so wenig Waffen. Ja, qualifizierte. Nein. Was treibt ihr beiden da eigentlich? Nein. Qualifizierte Diskussion, würde ich sagen. Nein. Komm, doch. Nein, doch, nein. Nein. Doch, nein. Dem Haus gibt's immer Scheiße. Nein, wir sind nicht mehr dran. Du tötest mich. Wieso? Ich bin nicht. Ich wette mit euch, das ist irgend so ein. Ich glaube, die sind so ein verliebtes Pärchen einfach nur.
Ich glaube, wir sind die Traitor. Kommst du nicht rein? Doch. Das kann, ein verliebtes Traitor-Pärchen? Ja. Klopf, klopf. Okay, das ist mir zu glücklich, was wir da machen. Ich hab keine Lust mehr. Warte. Ich hab keine Lust mehr. Nein, Traitor. Mach doch mal zu. Ich wollte gerade mit der Crowbar drauf rum. Okay. Ja, mach mal zu. Shotgun, juhu. Okay, es nützt gar nichts. Schade, dass man keine Türen eintreten kann. Das wäre voll witzig gewesen. Ah, lass mich rein. Ja. Er kommt. Ja, das Pierre wurde gestorben, oder? Okay, ich will da doch nicht rein. Pierre? Pierre wurde gerade vor meinen Augen gesnipert. Ja, ja, Antonia, nicht von dir umgebracht. Nein, ich habe einen Shotgun. Antonia? Ja, ich habe einen Shotgun. Dann können wir nicht in den Raum. Ich weiß, wo er war, ich weiß noch nicht, wer es war. Ja, Antonia, confirm. Ja, nee, ich gehe da jetzt nicht rein. Hallo, der wurde gerade gesnipert. Okay. Bin ich doof oder was? Nein, aber trotzdem confirm. Wie denn? Confirm auf Distanz. Distanz confirmed. Der macht immer nur wenn die Tür du, auf. Wenn du, bist du, nee, bist du nicht. Detective, Detective können auf Distanz confirm. Echt? Darf was ist los? Bier hat irgendwelche Anfälle, obwohl er ja angeblich tot ist. Ach, die Totenanfälle, die kenne ich. Ja, der hat noch ein paar Feldo, Zukunft vielleicht. Feldo war's. Ich kann euch sagen, Feldo wieso? Hat auf jeden Fall... Ding, ich bin gerade aus der Kanalisation hier hochgekommen. Kanalisation, das, da warst du eigentlich perfekt hin. Feldo, ich bin Detective und ich sag dir, du bist es. Ich bin es Feldo nicht. Und ich sag dir, du der bist Feldo es. Feldo sieht das in der Schießen von mir. Feldo, du der musst... Feldo weiß es selber. Ich war es nicht. Feldo, so, wenn der Detective sagt, du bist es, dann bist du es. Genau, ich bin's aber nicht. Ich scheiße. Dann begeh Suizid. Da, ich Feldo, bin... Guck, ich wusste es. Ich, Alter, ich hab mich geschossen auf dich. Hab ich auf dich geschossen, Sepp. Nein. Also, Schnauze, Digga. Du bist und wie du es bist und wie du es bist. Das D durch das N. Ja, ja. Schön hier. Sepp, der einzig wahre Detective. Der klärt jeden Fall auf. Ist ja nicht meine Zeit. Nicht. Wer lebt denn noch? What the fuck, fahren da Züge auf dieser scheiß Map? Ich lebe noch. Der Rest aber anscheinend nicht mal, oder was? Hier, wir hatten gerade noch geredet und hat wurde denn schon ein Traitor confirmed? Dolphus lebt noch. Feldo? Ja, ich weiß, ich rede auch gerade. Ja, ich weiß, aber du hast davor nicht geredet, als ich gefragt habe. Echt? Kannst du noch sagen, haben wir denn alles noch? So, Pierre ist ja schon mal safe tot und nicht identifiziert. Antonia? Ja gut, also schon mal zwei. Oder sie sehr, hat, sehr witzig, Pierre. Oder Antonia. Ich glaube mal, Pierre. Oder Sepp. Sepp, lebst du noch? Dann ist es Sepp. Nee, ist doch Detective, oder? Sepp ist Detective. Nein, wenn er nicht mehr lebt, meine ich. Weil hier ist gerade jemand, der bei mir, wo ich mich gerade vercampe, die Gegenstände bewegt, deswegen. Ach so. Und so jemand Witziges ist immer nur Sepp, der hat das ja letzte Woche angefangen. Aber ich finde es gut, dass ihr mir die Tische unter den Füßen wegbaut. Das finde ich gut. Ja, ich habe mir auch im letzten Spiel habe ich mir so eine Deckung gebaut und die wurde mir einfach zerstört. Ja, die haben wir ihm einfach alle weggerissen. Ganz ehrlich, Bann dafür. Nein. Oh. Komm, das ist doch irgendwie lustig. Ich weiß. Bewegen sich ganz Gegenstände. Oh mein Gott, ey. Das ist so gruselig, ne? Aber ich glaube einfach, ihr beide seid's. Aber ihr kommt ja eh gleich zur Tür ran wahrscheinlich. Also ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ja, ja. Meine Mami ist es auch nicht. Nicht? Alter. Nice, Baby. Wie ich mich erschrocken habe. Wie ich mich erschrocken habe, obwohl ich wusste, dass ihr kommt, ey. Nein, du hast mich kaputt gemacht. Ich auch. Ja, das war, ich hab dich erschossen, Pierre. Ja, Drecksack. Und alles, was hab ich gesagt, Felix, du wusstest. Ganz aber ich hab nicht Antonia umgeschossen. Nein, ich war wirklich Pierre. In der Kanalisation. Ey, das war ich. Und der Feldo ist einfach dann einmal nach da oben gekommen und er wurde ich war wirklich in der ich war wirklich in der Kanalisation und dann wurde ich beschuldigt. Kanalisation. In der Kanalisation. Ach, ja. Kanalisation. Fakt ist, du warst es. Und aber ich fand auch schön, es. Alle sagen so, geh mal confirm. Ja, voll gemein. Und ich stehe da einfach mit meinem Sniper und warte. Ich habe so gewusst, dass ich abgeschossen werde, aber nein, die Herren wollen es ja, dass ich konfirme. Ich wusste, dass mich das umbringt, deswegen wollte ich ja auch unbedingt, weil ich wollte meinem Kumpel helfen. Ich will also nie wieder irgendjemanden konfirmen.
Das habt ihr jetzt davon. Ja, dann bist du Traitor. Dann bist du Traitor. Nee, ich bin innocent. Sepp, dann bist du Traitor. Ach, ja. Geh weg. Ich hätte gerne eine Waffe. Boah. Hallo, Mr. Sepp. Warum sind das eine Leiche gefunden? Hilfe, da sind zwei Leute im selben Raum und das sieht ja, sehr verdächtig aus. Ja, ich bin mit Pierre da, deswegen bin ich mir sicher, dass es Pierre nicht ist, weil der hätte mich jetzt weggeholt. Ich bin auch bin ich mir sicher, dass ihr beide seid. Dann ist überhaupt Feldo. Detective. Ah, Budolfus. Ihr beide seid es. Okay. Wieso denn wir sind denn zweimal? Feldo ist es. Wahrscheinlichkeitsprinzip hier. Aber nicht. Bin's nicht. Ich weiß, ich bin's nicht. Sepp. Das. Sepp, du bist mir zu nah mir dran. Das Sepp. Pierre und Sepp sind's, glaube ich. Ich verarsche Sepp. Feldo ist es. Ich geh jetzt hier weg. Antonia? Ich hab keine Lust mehr auf die Scheiße. Ja. Feldo, lebst du noch? Wir hatten bestimmt gleich erschossen. Was? Wo? Ich bin doch gerade runtergegangen, Mann. LOL! So. Feldo ist weg. Hallo? Dann komm, mir mal. Aber ich bin irgendwie ja nicht mehr bei dir, von daher. Mach, was du willst. Ja, Feldo, doof, ne? Jetzt bist du von der Map gefallen. Kann man da ja ganz zufällig. Gehen. Du, ja, komm her. Guck mal, Antonia, hier stand er. Ja. Hier stand er drüben. Sag mal kurz, dann ist er weggelaufen. Ja, Feldo hier ist. Unten liegt also, Feldo ist jetzt. Hier, was ist Feldo jetzt? Und er war jetzt. Ist nicht confirmed. Was Antonia? Ist denn der? Antonia? Hallo, und wo ist Antonia hin? Also, Feldo war nicht confirmed, oder was? Ne? Feldo war auch nicht confirmed. Das heißt. Ich trau keinem von euch. Ich auch nicht. Aber ich mache gerade die Innocent-Taktik, von der brauche ich auch keinen zu träumen. Wer hierher kommt, egal ob Zufall oder nicht, bam. Auch der Detective? Kommt drauf an, ob ich noch, bevor ich abdrücke, sehe, dass da ein blauer Ring drum ist. Okay. Du weißt ja, wo ich bin, wenn du ein Radar hast, was man als Detective sicher kaufen kann. Also, nee, du weißt nur, wo jemand ist. Okay, stimmt. Nicht, dass ich das bin, aber gut. Ich höre Schüsse. Irgendwer knallt hier rum, ja. Ich glaube, der Pierre snipert von da oben. Aus dem Haus raus. Und ich glaube, der Sepp schilt bei ihm. Und unterstützt ihn. Also Sepp und Pierre, wie irgendwer schon am Anfang der Runde behauptet hat, ne? Ja, ich habe es direkt am Anfang der Runde gesagt. Ach so. Okay. Der Meisterdetektiv hier wieder am Start. Also Feldo ist direkt verreckt. Antonia ist irgendwie später verreckt. Also beim Reden verreckt. Stimmt, ja. Dann ist das auch plausibel. Dann chill ich mein Leben hier. Sepp ist bei mir. Ah, ja, Sepp. Beide sind bei dir. Beide Sepp, bei dir. Leider hat deine Waffe da durchgeguckt. Wow, Alter. Gerade kein Ton. Scheiße. Nein. Lebst du noch? Ach komm, jetzt hört mal auf, wenn man scheiß Tischen die tot, Mann. Was soll der Scheiß? Ach, scheiße. Moin, Herrn. Gut, Sepp, das war... Von oben. Komm, guck doch nochmal raus. Hast du jetzt Angst? Jetzt habe ich große Angst. Ja, wenn du nicht kommen willst, dann. Dann? Wird schon sehen. Ich bin noch fast voll live, deswegen. Wird es easy sein, dich zu töten. Das war so easy, mich zu töten. Das war so easy, mich zu töten. Ah, oh, fuck. Sehr nice. Schön. Gut gemacht. Ja, ich habe in dem Moment irgendwie... Ja, noch 4 HP. Ach, schade, Pia. So aber schön übrigens, gestartet. Leute, man hat eure Waffen gesehen. Deswegen wusste ich dann auch, dass ihr schon bevor ihr um die Ecke kam, dass ihr um die Ecke kommt. Egal. Ja, Waffen trotzdem mit 2 Schweine. Mal ehrlich, ich stehe da oben und denke, ja, guck mal. Weg. Ja, bei mir ähnlich. Dann noch vom Dach und der Meister. Und dann noch vom Dach werfen. Mal ehrlich. Selbst dir ist klar, wie unrealistisch das dann wirkt, ne?
Ja, Antonia hat zumindest so lange geglaubt, bis Pierre sie erschossen hat. Ja, ich habe da gar nicht irgendwie wirklich drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, der stand da irgendwie am Rand und ist dann irgendwie runter, keine Ahnung. Ja, dann ist er da runtergefallen. Ja, wo bin ich denn hier? Wieso sollte ich da vom Rand aus schießen? Keine Ahnung. Offen einsichtig bin als Narrator. Ich hab ganz ehrlich, was geht hier ab in dem Gebäude, Leute? Hier sind einfach mal so kleine Zellen, die ja, auch in irgendwelche Kammern. Läuft, ey. Was haben die da gemacht, ey? Ich hab direkt am Anfang gesagt, wer die Traitor sind und hab sie dann beide am Ende noch gekillt. Ja. Ja, ja. Der Meister, der ich will jetzt mal keinen Spruch zu sagen. Vier Leben. Ich bin Detective. Ja, ich bin für dich. Benno. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ach, was kann man schon mal für einen Scheiß kaufen? Cent. Erstmal ein Radar kaufen. Warum sind hier nirgends Waffen? Oh, das jetzt habe ich kein Geld mehr, scheiße. Wo geht's hier raus? Boah, ich weiß nicht, wo ich bin. Kriegt man eigentlich als Detective auch, wenn man irgendeinen Innocent killt, ein Award, ein Reward? Ja, nein, Alex. Genau, es wird einer gekillt. Tötet einfach alle Innocents. Ja, nee, ich will einfach nur einen Innocent killen, dass ich noch ein Dings kriege. Also nee, bester Detective ever, du musst es beschützen. Ja, ist ja egal, aber ich brauche ja eine Waffe, um mich zu beschützen. Oh Mann. Ich werde wahrscheinlich gleich eh gekillt, aber. Ja, aber nicht von mir. Ich bleib immer in Häusern drin. Wenn man mal rausgeht, kommt eh wieder hier Pierre. Ich stehe auf dem Dach an und dann ist eh vorbei. Ich traue ab jetzt niemandem, der auf dem Dach steht. Auf dem Dach sind immer Traitor. Ja. Nicht nur, ich war auch vorhin auf dem Dach und bin dann gestorben. Ja, bei mir. Ja, okay, wenn man auf dem Dach steht und lebt, dann ist man Traitor. Weil ich im Haus war und. Okay, ich geh mal nicht mehr raus. Hier sind keine wirklichen Waffen. Anton, ja, schon müde. Schlaf gut. Gute Nacht. Waren da gerade Schüsse? Aber nur von der Pistole. Ich hab ja auch gehört. Ja, ich bin hier mit Pistole. Ich hab keine Schüsse gehört. Also hat sich ja nach Pistole angehört, also. Ach so. Ich hör Schüsse. Ich hör Schüsse. Das war eine Schrotflinte. Boah, das Alter, diese Scheiß-Map mit den Waffen, ey. Das ist einfach, ich hab die Kiste. Die Runde dauert übrigens schon irgendwie, keine Ahnung, ich glaub schon 30, 40 Minuten so gefühlt. Oh, da oben kommt jemand. Halle. So lange noch nicht. Also, hallo. Also, Feldo, haben wir schon. Oh, da campt einer auf dem Dach mit irgendeinem bösen Gewehr. Ich weiß, da will auch jemand. Ich glaube, da hat auch jemand. Da war auch gerade die Fensterscheibe mit weg. Mit dem lege ich mich gar nicht erst an. Wo ich eben gerade entlang gelaufen bin, war schon vorher die Fensterscheibe weg. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Was ist hier los? Oh mein Gott! In diesem einen Scheißhaus kapiere ich nie, wo der Scheißausgang ist. Bist du das? Alter, der da hinter den Schränken ist? Ja, lass mich in Ruhe. Aber ich bleib hier eh drin. Geh weg. Ich laufe da dran vorbei, dass sich bewegen sich die Schränke die ganze Zeit. Ich schieße, wenn du mir ich sehe dich noch nicht mal. Ich bin ja weggerannt. Irgendeiner hat gerade versucht, auf mich zu schießen, aber hat leider nur die Holzplatte zerschossen. Das war witzig. Hallo. Die Antonia möchte mich, glaube ich, töten. Ich glaube nicht. Ich finde das so witzig mit den Schränken. Nein. Wenn ich sterbe, dann war es Antonia. Schön. Okay. Ach ja, ist das schön mit den Schränken. Ich habe gerade einen Shotgun-Schuss gehört, dass jemand stirbt. Und er sagt, wenn ich tot bin, ist es Antonia. Ja, dann war es wohl ich. So was, Mensch. Also ist auf jeden Fall Antonia. Ich komme gerade nicht mehr klar. Wer lebt jetzt überhaupt noch? Rudolfus ist eben gerade gestorben. Feldo. Glaube ich, Sepp. Tot, weil ach so, ja. Pierre ist tot. Der hat gesagt, Feldo wär's. Okay, also tut Feldo nur so, okay. Ach Mel, ich dachte, ihr sagt jetzt Pierre, weil Pierre die Taktik schon mal verwendet hat, ihr Schweine. Das heißt Feldo und Antonia. Ja, aber der Alex, zuerst gestorben ist, ne? Der musste, für den zählt es ja nur, deswegen. Also Feldo ist auf jeden Fall Alex, und da. Feldo ist es auf jeden Fall und wer was eben gerade noch? Antonia. Feldo und Antonia, okay. Und Feldo hat versucht auf mich zu schießen, aber hat mich nicht getroffen. Echt Feldo? Nein, ich wollte nur die Holzplanken schon mal wegmachen. Die brauchen nur irgendwie 5 Schüsse oder so. Alter, ist so dunkel, ich sehe nichts einfach mal. Die Holzplatten sind einfach mal so asozial. Die Holzplatten sind sehr hervorragend. Passen also zu dir. Kaputt sind. Oh. So. Mensch, Glückwunsch. Versuchst du jetzt echt durchs Holz zu schießen? Ja, bei Counter-Strike funktioniert. Ich ja, dachte, es hier ist funktioniert. Aber kein Counter-Strike, ja. Ja, ich hab gehofft, dass es funktioniert. Ich hab gehofft, dass geht's runter? Funktioniert. Hilfe, dieses Scheißhaus. Ich finde mich ja nie zurecht. Dieses Scheißhaus? Also, Alex ist auf dem Klo. Nein, aber in diesem einen Haus finde ich mich nie zurecht. Ich verlaufe mich die ganze Zeit. Ich kapiere nicht, wo es wieder rausgeht. Ja, das ein verwirrt Häuser. Mich einfach. Antonia ist... Okay, hallo, Traitor, was geht? Hallo. Boah, schade. Wurde nicht mehr irgendeiner gekillt. Ich habe keinerlei... Achso, ich muss ja selbst killen dafür, dass ich die kriege. Das ist auch voll scheiße. Kann das nicht dafür zählen, wenn Innocents einen Traitor killen, dass ich auch einen Punkt kriege? Hallo. Ich glaube nicht, nee.
Ach ja. Ja, läuft. Jetzt ist Muni leer. Oh, Alter. Ach, schade. Was? Du warst schon Rotfeld. Was war das denn? Das war ziemlich nice. Es hat funktioniert. Hab ich ihn umgebracht noch? Nee, ne? Nein. Nur ich stehe. Aber rot. Ja, Alex. Feldo, ich hasse dich. Wieso? Haben wir gut gemacht. Alter, ich ja, Feldo war ein bisschen inkompetent, ne? Ich hab dich mit der Crowbar rot gehauen. Läuft bei dir, Feldo, ne? Hier, ja. Ich hab die ganzen Schränke ganz schnell weggemacht. Ja. Das nächste Mal schieße ich dir. Wir haben's geschafft. Das erste Mal. Ja. Ich hab das nächste Mal, wenn man jemand so auf die Pelle rückt. Alter, noch eine Runde. Die Folgen gehen einfach schon 30 Minuten. Ne? Darauf falle ich nicht nochmal rein. Was sagst du jetzt? Ach ja. Eiskalt. Das ist erst die vierte, ne? Bin so verwirrt einfach nur. Keine Ahnung. Wir brauchen einfach viel zu lange. Ja doch, das passt. Wir haben 2 Stunden gleich. Also wenn wir in 6 Minuten fertig was? Sind. Was? Jemand hat meine Shotgun geklaut. Alex, wenn du bis 12 Uhr, dann das wird mir knapp. Mann, das war meine Shotgun. Achso, ja. Ja, ich war meine. Yeah, gib mir meine Shotgun wieder. Und schieß nicht auf mich. Komm. Ich find's auch gut, wie der Detective gerade keine Waffe hatte. Darf ich immer durchfahren? Wow, Sepp, Alter. Alex? Ja. Hab ich irgendeine Waffe? Ich hab eine Rifle. Ja. Ich geh schon. Aber auch eine Waffe. Ich hab gerade Shotgun aufgehoben. Ich war noch nie in diesem Holzpapierhaus. Ey, das war meine, die hat Pierre mir gegeben. Nee, die hab ich nicht von Pierre bekommen, die hab ich mir gerade aufgehoben. Alter. Aber du warst da. Ich will auch eine Shotgun. Alter, diese Gitter, die kommt mir hier wieder raus. Was machst du da? Ein Stuhl weg, damit ich mich hier verstecken kann. Wie komm ich denn wieder raus? Wieso? Damit. Wie komm ich hier wieder raus? Hallo. Alex? Alex? Ja. Bin Dolphus? Ja. Ich glaube, Alex ist es. Alex ist es. Wieso? Alex und Dolphus. Ich? Ja. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Gerät. Ja, er schießt auf mich. Du bist anwesend. Ach ja, komm, Scheißtür, ey. Ja. Ich höre Schüsse auf dem Dach. Ich höre Schüsse auf dem Dach. Hast du Alex? Ich hab's doch genau gesehen. Okay, dann ist ein anderer Bedolphus. Ich? Was habe ich denn gemacht? Du bist der letzte Überlebende. Detective, ich. 2 Kreise auf der Map. Noch Fragen? Warte. Bevor ihr mich... Ja? Wo ist der Detective? Ich bin der Detective. Echt jetzt? Der Pierre ist es übrigens. Hilfe, Detective, rette mich! Ihr seid langweilig. Wo wart ihr denn, verdammte Scheiße? Hey. Antonia, ich bin umgekippt und möchte nicht rächen und dann stört mich einfach der Schuss. Ach ja. Ja, dieses Scheiße mit der hinter der Tür verstecken und ich hatte einfach nur eine Rifle und ein Dings und das auf so kurze Distanz. Das war witzig. Arsch. Sepp, du Meisterdetektiv. Ich wusste das. Ja, wie musste ich das doch machen? Aber in der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.